Und hier sieht man dann auch schon die Lage der Insel La Palma, das ist also die westlichste der Kanareninseln. In La Palma haben wir nur einen Anflug. Und zwar, die Landebahn liegt hier an der Ostküste, im südlichen Teil der Insel. Die ist so gelegen, dass weder von der einen noch von der anderen Seite ein direkter geradliniger Anflug möglich ist. Wenn wir den Platz dann sehen, vollziehen wir den Rest des Anflugs Visual. Also wir sagen Visual dazu, das heißt nach Sichtflugbedingungen. Und die Herausforderung, die dann hier noch da ist, wir kommen also hier mit der Richtung angeflogen und wir müssen, um dann auf die verlängerte Landebahnrichtung zu kommen, müssen wir also ziemlich nah hier an die Felsen bzw. an das ansteigende Gelände anfliegen. Was dann auch noch interessant ist, da wir in der Richtung 01 landen, wenn man jetzt das Querprofil von der Bahn sich anschaut, dann sehen wir, dass also in Landerichtung 01, das heißt also in diese Richtung, die Bahn erstmal ansteigt und ungefähr genau an dem Punkt, wo wir aufsetzen müssen, beginnt dann ein Downslope. Also es geht dann ab dort bergab. Das heißt, wenn man jetzt nicht an dem Beginn hier sitzt, sondern die Landung ein bisschen zu lang macht, dann geht die Bahn unter einem noch weg. Und das ist natürlich bei einer kurzen Bahn dann mitunter nicht ganz ungefährlich, sodass man hier dann auch rechtzeitig eine Entscheidung treffen muss, die Landung dann gegebenenfalls abzubrechen. Wir haben normalerweise hier Passatwinde vorherrschen, das heißt, die kommen aus 10 Grad, das ist ungefähr diese Richtung. Die Passatwinde wehen nur in relativ niedriger Höhe, das heißt, die sind so vom Boden bis in ungefähr 1500 Fuß, also 500 Meter, sind die vorhanden. Darüber herrschen dann wieder andere Windverhältnisse vor. Und durch diese Verschiebungen der Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten kommt es natürlich zu starken Verwirbelungen. Und insgesamt haben wir von den Windverhältnissen her auch ein Limit aufgelegt, was gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, aber was wir als Firma vorgegeben haben, und zwar, dass wir aus dem Bereich eben von 210 bis 310 Grad maximal 15 Knoten Wind haben dürfen. Ansonsten fliegen wir dort nicht mehr an. Also ich hatte schon Landungen, da war der Wind, also es gibt hier zwei Windmesspunkte, der eine am Anfang und der andere am Ende der Bahn. Die zeigten also genau entgegengesetzten Wind an. Dann kann man davon ausgehen, dass es also richtig wackelt. Und ich hatte aber auch schon den Fall, dass es extrem ruhig war. Also es war praktisch überhaupt kein Wind zu spüren. Und dann ist es ein wunderschöner Anflug, der da sehr schön, ziemlich nah an den Bergen mit einer ganz tollen Aussicht am Meer schon richtig Spaß macht. The latest weather report for La Palma. Das Wetter ist 20.06.2. Wind 6.007 knots, variable between 3.00 and 0.10. Visibility more than 10 km, view at 2500 feet, temperature 15.08, GNH 1025, and long wind 601. Kona 596 versus copied, QNH 1025, runway 01. Okay, also wir sind schon geklärt auf 6000 Fuß, QNH ist 1025. Jawohl. Und das Wetter ist wie hier auch vom Arcas, habe ich dir schon eingegeben. Die Radnav habe ich dir auch mal gesetzt. Kona 596, clear for a straight in and the approach from Mr. Wanna Palma, QNH 1025. Kona 596 on QNH 1025, we are cleared for any VDME approach for La Palma, runway 01. Die Lichter bräuchten wir noch. 2000. Ja. Konfirm, ob wir auf 4,5 senken dürfen. Dann Kona 596, confirm, we are cleared also for altitude profile.
Von der 596, may we descend with the approach? Vielleicht besser. Yes, may we descend the procedure from the 596. Von der 596. Also 4500. 1000, ja. Also, dann nehmen wir noch eine andere Nummer. 2000. 2000. Jetzt wird man sehen. So, da. Ja, ich sehe den Platz. Da sind ja die zwei Windräder. La Palma Tower. Buenos Dias, Condor 596 on the NDB DME approach runway 01. Condor 596, La Palma Tower, muy buenas. Runway 01, wind 0, correction 350 degrees, 08 knots, QNH 1025, temperature 16. Continue the approach as cleared and report established on final 6 miles out. Condor 596, continue approach, QNH is copied 1025. Ready for taxi winter 606. Flaps winter 606, Flaps line one. Up and wait runway 01 by Alpha Gate. By Alpha Gate, clear to line up and wait runway 01, winter 606. Canal 10, buenos dias, winter 1618, passing Plato 70. So, ja, wunderbar. Da vorne ist der Platz, sehen wir also sehr schön. Flaps to. Winter 606, wind 340 degrees, 07 knots, clear for takeoff, runway 01. Clear for takeoff, runway 01, winter 606. So. Get on. Get on. 2500. Condor 596 is 6 miles. Condor 596 is 6 in sight, Madam Pleasantland, runway 01, wind 340 degrees, 10 knots, variable between 280 degrees and 020 degrees. Condor 596, clear to land, runway 01. Flaps 3. Flaps 3. Winter 606, Canarias 126, decimal 1, adios. Flaps 4. Flaps 4. 1261, the weapon. Oder above. Jo, inside. Manual flight. Minimum. Continue. Ich gehe schon mal ein bisschen nach links. Ja. Jetzt muss man aufpassen wegen dem einen Hügel. Ja. Das Ground Flux nicht ankommt. Drei weiße und ein rotes. Tower Alabama, Inter 304, Instant Number 1, we are ready for taxi. Inter 304, taxi initially to Alpha Gate, hold short of runway 01, traffic on short sign off. Taxi initially to Gate Alpha, we hold short out of runway 01, Inter 304. Ja, so noch ein bisschen nach links drehen. Yep. Checked. Checked. Und die Landing Checklist hatte ich noch. Landing Checklist. Landing all green, flaps full. All green, flaps full. Pintera 130, please reduce your approach speed. There will be a long backtrack and a departure before your arrival. Copy information, reducing the speed, Pintera 130. Thank you, sir. Jetzt ist der Wind wie am Boden. Yep. Variiert immer so ein bisschen von links nach rechts. Pintera 130, Pintera 130, La Palma Tower, muy buenas. Runway 01, wind 340 degrees, 08 knots, QNH 1025. 300. Continue as cleared via the ADME fix. Report established on final 6, correction 5 miles out. 200. Reduce your approach speed. There will be a long backtrack and a departure before your arrival.
Copy information, reducing the speed, Peter, now. 130. Thank you, sir. 160, 30, 30, 20, retard, 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 retard. Manual brakes. Auto brakes off. 70. Winter 304, line up and wait, runway 01. Line up and wait, runway 01, Inter 304. Condor 596, 180 turn at the end of the runway, backtrack approved, and follow the marshaller at Charlie Gate. Condor 596, we will backtrack and making a 180 at the end, leaving via Charlie with marshaller. Condor 596, amend the clearance, make the 180 if possible before the end of the runway. Condor 596, making a 180 now. Thank you, madam. Ja, rechts. Alles frei, da rollt einer gerade auf die Bahn. Ja. Ja. Vorne ganz stramm. Winter 304, pase ya con Canarias en 126. This is on approach hacia Winter 304. A ustedes. Winter 304, wind 330 degrees, 08 knots, touching 18 knots, place for takeoff runway 01. Yeah, takeoff runway 01, Pintadera 130, autorizado aterrizar pista 01, viento 330 grados, 08 nudos, con marcha de 18 nudos. Winter 304, pase ya con Canarias en 126,1, buen vuelo. 26, una tarde hacia Winter 304. A ustedes. Parking Checklist. Parking on entrance. Off. Radar. Off. Parking brake. On. Parking Checklist completed. UT113, La Palma, South, 1S.